Ich bin mit 11 Jahren zum Kanu-Rennsport gekommen. Der Sport ist so mit 14, 15 fängt er an, sich so ein bisschen zu professionalisieren. Man fängt an, auf eine Sportschule zu gehen, richtet sein Leben so ein bisschen Richtung Sport aus. Und so mit 16, 17 ist es dann schon ziemlich Vollzeit. Und mein Name ist Max Lemke, ich bin Olympiasieger im Kanu und wir befinden uns hier momentan im Bundesleistungszentrum Chiemsee, wo wir uns auf die kommenden Weltmeisterschaften in Kanada vorbereiten. Der OSP ist so ein bisschen der Grundbaustein, den wir in unserem Sport haben. Wir kriegen da immer ein offenes Ohr, wenn wir irgendwas brauchen. Wir haben einen Laufbahnberater, der uns auch neben dem Sport berät, wie unsere schulische oder unsere persönliche Entwicklung voranschreitet. Was bei uns auch sehr wichtig ist, weil nach dem Sport müssen wir alle noch ein normales Leben wie andere auch führen. Das heißt, dass die duale Laufbahn auch sehr wichtig ist. Und vor allen Dingen da unterstützt uns der OSP sehr stark. Bei uns im Sport arbeiten wir lange, viele Kilometer, viele Stunden, wo man nicht gleich ein Ergebnis sieht. Also das dauert dann immer eine gewisse Zeit und manchmal sieht man kleine Veränderungen auch erst nach 1, 2 Jahren und muss sich halt lange darauf konzentrieren, da trotzdem dran zu bleiben. Viele Sportler geben diesem Aspekt des Sports, glaube ich, zu wenig Aufmerksamkeit. Also denken immer nur ans Training, aber eigentlich ist die Regeneration genauso wichtig, weil du bei der Regeneration besser wirst, du dich weiterentwickelst. Und da legt besonders ich sehr viel Aufmerksamkeit drauf. Mein größtes sportliches Ziel habe ich schon erreicht, den Olympiatitel, aber ja, also, solange es mir noch Spaß macht, habe ich davor nochmal vielleicht Olympiagold zu gewinnen, vielleicht auch in einer anderen Disziplin, in einem anderen Boot nochmal oder vielleicht in 2 verschiedenen Disziplinen bei Olympia an den Start zu gehen. Yeah.